So, dann kann jetzt auch die erste Rechnung kommen. Glaube ich zumindest. Dir geht soweit ganz gut. Das heißt, du reparierst jetzt mal die Anlage. Wahrscheinlich ist sie kaputt gegangen, weil die einfach ununterbrochen läuft. Wir hatten ja bei dem einen Let's Play, ja, komm mal vorbei. Wo ich dann, also wo halt mein, der Charakter auch mitgemacht hat, deswegen hatte ich ihn ja damals auch erstellt. Da hatten sie, da waren halt dann, hatte halt Shai damals ihre Zuschauer genommen und da waren halt die 8 Leute relativ schnell voll. So, lass du mal herkommen. Wir sind geschickt geworden. Sehr schön. Ja, ach so, wie gesagt, wie Wolint ja schon geschrieben hatte, Morgate, wenn du willst, kannst du dein Sim ja auch. Haben wir einen Stromschlag gekriegt. Kannst du deinen Sim auch mal freistellen und dann baue ich den hier noch irgendwo in die Nachbarschaft ein. Gerne auch mit Haus. Je nachdem, was da vorhanden ist. Na, gut zu wissen. So, hallo Kepu. Genau, Nachmittag, sowas in der Art. Und hallo Patzi. Ebenfalls einen schönen Nachmittag. So, das kann mal weg. Wir dampfen noch so ein bisschen, ne? Ach fuck, ich wollte gerade noch selbstironisch scherzen. Da. Schlafen. Und der sieht auch sehr gut aus gerade. Ein Schlemmerfilet. Dann wünsche ich mal guten Appetit. Muss mal gucken, was ich mir heute Abend noch zu essen mache. Genau, also wie gesagt, es ist halt nur Base Game. Aber ich glaube, das kann man ja einschalten oder anschauen, was da läuft. Für die einzelnen Code, okay. So. Jo. Also du bist halt echt so ein bisschen eigenbrötlerisch, Kollege, ne? Oder führst gern Selbstgespräche. Dann kann es ja eigentlich auch wieder gehen. Aber zumindest haben wir uns ja, glaube ich, ganz gut befreundet hier. Wish. Gafarza, Navwinok. Ugh. Wrong to Bibs. Beanie. Hey, Musta. Wasch Neuba. Olaba. Flurbus. Gab's bei dir wieder eine Ladung Zeug?
Aber mir war so das Einzige, was die letzte Zeit gekommen ist, Aber nicht, ich glaube, du musst dann deinen Charakter nochmal updaten. Da fehlen ein wenig Haare. Meine Mutter hatte neulich noch, also jetzt gestern, vorgestern noch ein Paket zu Ostern geschickt mit ein paar Plätzchen drin. Fand ich auch ganz schön. So. So eine Runde zocken wäre vielleicht gar nicht schlecht. Dann kannst du das mal wegräumen. Dann ist das noch aktiv. 7 Minuten, okay. Neu kennen. Ja, ich glaube, das ist sogar das Update, was ich reingepackt habe. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich kann da mal gerade gucken. Oder er hat das halt nicht übernommen. Oder das mit diesem Base-Game-Dings funktioniert halt nicht so wirklich. So, speichern wir dich erstmal. Nicht mit dem aktuellen Haushalt, ich würde es gerne einziehen lassen. Also da muss ich wahrscheinlich gleich in die Welt. Hey, Törtchen. So, dann packen wir dich mal da runter. Ja, ich gucke, ob das jetzt funktioniert. So, das sollte es funktioniert haben. Ja, genau, nee, das war schon so geplant. Müsste, ich kann es ja mal besuchen gehen. Soll sich ja dann herausstellen. Naja, hat wohl funktioniert. Okay. So, dann, Lüchen. Wir sollen auch spielen mal kurz. Ja. Mitten im Dings. Ja, das scheint tatsächlich die Alte zu sein. Dann schauen wir mal. Sonst gibt es vielleicht eventuell wirklich zwei. So, Fischspezies, aha. Interessant. So, da ist wohl auch jemandem langweilig. So, das war auch nicht verkehrt.
So, ist doch gut, dass ich einen Rechner gekauft habe. Um dann meine Leute direkt was zu tun. Die dann zu Besuch kommen. Drobus Varric? So, schön Ah, vollgelabert. Jojo. Eins, auf einmal setzt sich einmal kurz an den Rechner und ist direkt Look at the Energie breeze here. geladen. Na, ich weiß ja nicht. Frida! Plurna! Oh, Schwabi! So. Oh. Müssen ja auch noch hier Unfug und so Zeug machen. Verspielt werden. Yips. Yip, it's a May! Scamage! Flummer, Flummer! Knuff! So, Arbe. Noch ein absurdes Gerücht. Vina? Mona Corbo. Darkum Zina. Yikla O'Dream. Hello, Yam. Nopsa. Samzo. Gebleep. Tuga. Oof. Pipped in a flip. Abgor. So, ja, das sollte aber soweit passen. Da haben wir Sozial hoch, Spaß hoch. Geht's auch noch relativ gut. Shalbo. So. Und mehr geschelmt. Sehr gut. Gut, dann kannst du jetzt aber, glaube ich, gleich mal los und wir zocken noch eine Runde. Duper. Meine Grabs, meine Bepöke. Ugh. Oh. Tube. Ugh. Okay, bis denn dann. Jaseb. Bimbus. Tschüss, Computer. Mach's gut. Dann gammelt hier eigentlich noch irgendwas rum, ne? Ich glaube, er hat aufgeräumt das letzte Mal. Sehr schön. Ja, jetzt gibt er doch die Energie ein wenig runter. Spino? Ja, Fruz. Ich glaube, du steigst dich ein bisschen da rein beim Sims-Spielen, habe ich den Eindruck. So hektisch ist das Spiel noch nicht, vor allem weil man eine Pause-Taste hat. Samso. Huh. Gut, jetzt ist es, glaube ich, doch hektisch, wenn da mal jemand wegbrennt. Aber ja, es könnte sogar. Beschleunigen wir das Ganze mal ein bisschen. Dann hol dir mal zumindest den Level noch. Sehr gut. Damit hätten wir das. So, dann reicht's auch für heute, denke ich mal. Das Ding kann mal ausgemacht werden. Für einen guten Zweck spenden. Kannst du einmal kurz im Internet surfen. Wir haben schon lange keine Selfies mehr geschickt und gemacht. Dann geht's ab ins Bett. Das können wir eigentlich gleich mal machen. So vorm Bett gehen noch einmal einen Instagram-Post raushauen. Da scheint ja einiges los gewesen zu sein. So, raus damit, bitte. Super, direkt nochmal 12 Follower gekriegt. Dann kannst du jetzt schlafen gehen. Dann wartet ja schon. Das wird eine kurze Nacht. Ein neuer Tag. Ja, ich glaube, das könnte tatsächlich knapp werden. Um 9 wieder raus müssen. Ich glaube, das sind keine so angenehme Zeiten. Wie den armen Sim.
Ja, das wird übel. Okay, nächstes Mal nicht mehr so lange rummachen. Dann lass es heute mal locker angehen. Würde ich sagen. Wenn es dir eh schon nicht so gut geht. Das heißt, mal schön ungeduscht zur Arbeit rumrennen. Naja, Hauptsache Geld mitgenommen. So, dann gehst du erstmal duschen. Kannst du noch Abendessen machen? Aber versuchen wir den Grillkäse mal. Dann wird eine Runde Programmieren geübt. Oh, vielleicht können wir doch ein Plugin oder irgendwas modifizieren. Ich glaube, selbstsicher, das wird im Moment nichts werden. Ja, ich glaube, das hat jetzt auch quasi nichts gebracht hier. An Leistung. Aber wir haben Zeit. Genau, wenn das besser wird, ja. Aber ich glaube, im Moment will ich ihm das noch nicht zumuten. Ich habe die Befürchtung, das wird nämlich nichts. Oder wenn, dann ist es halt irgendwie meistens, wird es wahrscheinlich schlecht, also von der Qualität schlecht. Kannst dann auch wieder knicken. So, ah ja, das hat dann wohl funktioniert. Dann dieses neue Wolinchen scharf. Dum di dum di dum di dum di dum. Ja. Also wir haben ja Geld. Dann können wir notfalls auch wieder Pizza-Service oder irgendjemand bestellen. So langsam wird's ja hier wieder. Dann können wir auch immer noch Sachen kaufen, hier sind Einrichtungsgegenstände. Aber ich glaube, ich will mindestens noch eine Stufe im Job machen, bevor wir dann weiter hier rangehen. Und es wäre auch, glaube ich, demnächst ja wieder. Oder? Ja, noch einen Tag. Dann steht's schon wieder an. Dann steht schon wieder das nächste Wochenende an. Na, ich glaube, Sonntag, Montag frei ist auch gar keine so schlechte Regelung. Ach so, das kann sein, dass du von der Arbeit aus, ja. Noch sieht das gut aus. Hey, cool Sandwich hingekriegt. Sehr gut. Dann machen wir das gleich. Das kann sein, ja. Das Haus hat ein Dach, ja. Kannst du mal gerade hier. So, aber erstmal in Ruhe fertig essen, dann kannst du das Zeug reparieren. Muss halt Prioritäten setzen. So, Qualität normal.
Ach stimmt, ja genau, ist für Vegetarier, aber nicht für Veganer geeignet, weil Käse, oder die machen halt dann irgendwelchen diesen komischen Analogkäse dran. Damals als analog. Ach, unerfreuliche Umgebung, passt schon. Gibt's da Vegetarier? Hm. Wahrscheinlich kommt es auch noch mit irgendeinem Update, weil sich dann Leute wieder nicht repräsentativ oder repräsentiert gefühlt haben oder repräsentiert fühlen. Das kriegen wir aber hin, glaube ich. Na gut, für ein neues Ding reicht es noch nicht. Ich würde auch nicht mit den Klamotten in eine kaputte Dusche reinstellen. Kannst du doch direkt wieder. Wohl, du hast keine Waschmaschine, fällt mir mal auf. So, genau, räum das nachher bitte weg. Das ist nett. Hey, Tuning-Teil. Direkt mal in den Rechner einbauen, so von der Dusche. Ja. So, dann üben wir noch ein bisschen Programmieren und bau doch einfach mal ein Plugin. Du bist du soweit noch fit? Aber ich sollte gucken, dass ich dann vielleicht diesmal nicht mehr allzu lange warte, dass du jetzt morgen früh noch was erledigen kannst, bevor du dann arbeiten gehst. Ich meine, das Level kriegen wir nicht mehr hin. Dann würde ich sagen, schick mal die Spätzle um Mitternacht ins Bett. Ich meine, so lange kannst du ja noch was machen. Oder vielleicht vorher noch aufs Klo gehen. So, das reicht mal fürs Erste. Dann. Klo, Bett. Hast noch einiges zu tun, Kollege, bevor es hier ins Bett geht. Ja, das kann ich verstehen. Würde ich auch nicht machen. Ich meine, wozu hat man sonst eine Mutter? So, ist ja doch gut, dass wir um halb oder kurz vorher schon Schluss gemacht haben im Programmieren. Gut, dann weg damit. Achso, genau, du musst immer noch auf Toilette. Ich dachte gerade, warum läufst du denn so komisch? Und dann gucken wir mal, dass, na gut, wahrscheinlich kommen wir dann morgen auch noch nicht so ganz fit aus dem Bett raus. So, fröhliches Rummachen. Einmal schön entleeren, ab ins Bett. Na, dann bist du aber zumindest einigermaßen fit gerade.
Ja, dann brauchst du doch noch mal ein bisschen mehr Platz. Ein Ticken größeres Räumchen. Und hier wäre ja Platz. Hättest direkt mal groß gebaut, wäre das, glaube ich, kein Akt gewesen. So, guck mal, da ist hier sogar noch Zeit, anständig zu, oder zumindest was Kleines noch zu essen. Hau dir mal noch einen Joghurt rein. Ja, Spaß ist soweit okay. Kannst daneben ja noch eine Runde programmieren. Und dann geht's gleich zur Arbeit. Ach so, hast du ein Tiny House gebaut. Na gut, dann. Dann ist das natürlich was anderes. Oh, sehr aktiv, die Leute da draußen. Ein bisschen was kannst du jetzt ja noch machen. Jetzt sind wir die letzte Zeit nicht mehr zum Joggen gekommen, aber wir brauchen jetzt hier wieder Fähigkeiten erstmal. Dass wir vorankommen. So 10 Minuten noch an dem Ding rumschreiben, das passt. Glaube ich zumindest. So, dann wäre es jetzt Zeit für die Arbeit. Gucken wir, dass wir einigermaßen pünktlich loskommen. Du mal, gehst mal noch aus, Musik. Bedarf die Stromrechnung so teuer. Kaputtes Telefon. Peacemaker soll eine Präsentation auf einer Spieleentwicklermesse abhalten, schrottet jedoch sein Smartphone beim Bungee-Jumping an einem anderen Stand. Er kann sich eine Vertretung besorgen oder den Job canceln, weil er unbedingt als allererster War Meetdown 6 spielen muss. Schwierig, schwierig. Hast du jetzt was geworden mit dem Schlemmerfilet? Oh, das ist ja gut. Ich weiß gar nicht, da ich ja eh kein Fisch esse, habe ich dieses Zeug auch schon ewig nicht mehr benutzt oder gegessen. Von daher, kann ich zu den Schlemmerfilets auch nichts mehr großartig sagen. Ach komm, wir gucken mal, ob wir eine Vertretung finden. So, das war nix. In diesem Spieleparadies müsste sich doch jemand finden lassen. Peacemaker schiebt sich durch Zombies, Zauberer und Zofen, doch die Schütze reicht vorbei und der Chef ist sauer. Schade. Wie schlecht war das denn? Pff, so viel war es, glaube ich, nicht. So, der Billige von Rewe. Ja. Es fehlt ein wenig an Spaß. Gut, dann, mach doch direkt mal weiter. Essen kannst du dann später was. Na, was machst du denn da? Sieht doch soweit schon mal ganz okay aus. Das macht aber tatsächlich keinen Spaß, merke ich gerade. Wenn du dabei Musik hörst. Ja, besser. Dann kannst du noch ein bisschen Spaß beim Arbeiten haben. Ist ja auch nicht verkehrt. Hey! Geld gemacht, sehr gut. Dann. Mod doch mal ein Spiel.
Ja, ich meine, es hat mal links und rechts nebenher noch Platz. Kriegt man den halt auch noch irgendwie unter. Braucht man zwar nicht, aber hey. Hast du fertig, okay. Dann würde ich sagen, schick mir mal gerade deinen EA-Namen oder hast du da irgendeinen Hashtag dran? Dann würde ich mir das Zeug nämlich mal gerade holen.